22 Künstler, 800 Quadratmeter, eine Woche lang Kunst und Kultur pur, zum 8. Mal in Folge. Das sind die Zukunftsvisionen 2014. Hi, ich bin Micha und wir machen hier ein ehrenamtliches, studentisches Ausstellungsprojekt in der schönen Europastadt Görlitz-Korselitz. Dieses Jahr beleben wir die ehemalige Nervenheilanstalt in der Dr. Karlbaumallee vom 24. bis zum 31. Mai. Hey, ich bin Erik. Das Gebäude, das alte Klinikum, in dem wir dieses Jahr sind, steht mittlerweile seit 10 Jahren leer. Das heißt, auf uns kommt ein Haufen Arbeit zu. Wir brauchen Werkzeuge, wir brauchen Farben, wir müssen uns um sanitäre Anlagen kümmern und um Strom. Deshalb brauchen wir deine Unterstützung. Hallo, ich bin Liebke und dieses Jahr soll es zum ersten Mal eine Besucherwerkstatt geben. In der hast du als Gast der Ausstellung die Möglichkeit, dich kreativ zu entfalten. Materialien und Werkzeuge werden dabei von uns gestellt. Komm vorbei, lass dich inspirieren und werde selbst aktiv. Cześć, nazywam się Ania. Zapomniane narzędzia rdzewieją, marnują się. Dlatego nie chcemy do tego dopuścić. Po zakończeniu projektu przekażemy je dalej. Wyposażą one otwarty warsztat, który powstanie w ramach innego projektu Jugendstadt Labor Rabryka 2016. Z takiego warsztatu pracowni będzie mogła korzystać młodzież, mieszkańcy Görlitz, Gorzelca, wszystkie zainteresowane osoby, w tym również przyszłoroczna ekipa Zukunftsvisionen i na przykład ty. Zukunftsvision lebt von der Gemeinschaft. Wir leben von der Energie des Teams, von der Interaktion mit unseren Besuchern. Und genau deshalb brauchen wir euch und eure Unterstützung.